Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du bist die Revolution. Wir werden zusammen ein bisschen Koop spielen. Genau. Und einfach mal schauen, was kann der Koop-Modus von Homefront The Revolution eigentlich? Und wir gucken jetzt mal, dass wir einen Charakter erstellen hier erstmal. Achso, weiblich oder männlich? Ja, du bist, das hatten wir doch gerade schon geklärt. Du bist weiblich, soll ich bin der männliche von uns. Na gut, dann erstelle ich tatsächlich jetzt mal einen weiblichen Charakter, weil du es bist. Ah, das habe ich mir gedacht. Sehen alle gar nicht mal so hübsch aus. Doch, die das ist okay. Braucht ja gar keine Überzeugungsarbeit hier. Verdammt, ja, die ist okay. Komm, Kopf bestätigen. So. Dass du dich schon für den Kopf entscheidest. Eigentlich ist es doch andersrum, oder? Die Frau braucht doch immer länger. Was zum Teufel? Nimm mir jetzt den Kopf aus, verdammt. So, oh, jetzt haben wir hier ganz viele Werdegänge. Ja, ja, ich bin dafür, dass jeweils der eine für den anderen wählt. Okay. Das heißt, ich wähle jetzt, dass du bitte, ich wollte gerade sagen, hier steht Käfigtänzer, aber es ist Käfigkämpfer, verdammt. Wie wär's, wenn du einfach mal Videospieleentwickler wirst? Das ist ja sogar naheliegend. Oder Fleischverpacker. Vor allem Fleischverpacker ist kein Traumjob. Also ich wäre ja eher dafür, dass du mein persönlicher Einkäufer wirst. Alles klar, dann bist du Unfallchirurg. Okay, ja. Ach, du willst ja also einen reichen Mann suchen, ja? Ich verstehe schon. Was hast du gemeint? Was bin ich? Du, obwohl, warte mal. Entweder bist du persönlicher Einkäufer. Herumtreiber würde auch sehr gut zu dir passen. Was zum Teufel? Gangmitglied nicht so. Ja, komm, du bist persönlicher Einkäufer jetzt. Ich hätte mich ja als Tänzer gesehen, aber... Tänzer? Niemals. Oder Käfigkerl? Nee. Also was bin ich jetzt? Haben wir denn noch? Du bist Kammerjäger bist du. Ja, doch, du bist Kammerjäger. Verdammt, war ich gerade Kammerjäger, was kann ich denn? Nur wenige wissen, dass Rattengift ein gerinnungshemmendes Mittel ist. Lass sie bluten, Sprengstoff, Guerilla-Werkzeuge sind effektiver gegen Infanterie. Was zum Teufel, ich habe eine Rattengiftbombe als Bonus. Ja, wie geil ist das denn bitte? Und ich sollte jetzt Unfallchirurg sein, oder was? Was hast du denn für einen Bonus? Erste Hilfe, deine Erste-Hilfe-Fähigkeit erhöht die Entfernung, auf die du Teamkollegen wiederbeleben kannst. Findest du das? Achso. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so cool, oder? Weiß ich nicht. Dann muss ich dir, dann will ich dir irgendwas geben, wo du eine dämliche Fähigkeit hast. Du bist Postangestellter, so. Postangestellter? Wo ist der denn? Ach, da oben. Kämpfer. Da du nie jemand warst, der vor Krawall zurückgeschreckt ist, kostet deine Kämpferfähigkeit weniger XP. Na doch, das klingt doch nach mir. Ja, warum ist eigentlich der Postbote wütend? Also, sehr gut. Okay, also ich bin Kammerjäger. Okay, und dann heiße ich jetzt Fabiana. Huch. Fabiana? Fabiana, ja, ich muss ja meinen Namen anpassen. Piraten in der Stadt. Bietet sich eine Gelegenheit, die wir nicht verpassen können. Wir erfuhren, dass ein KVA-Offizier erheblichen Ranges unter Deckung der Nacht durch Oldtown reist. Er wird zu einer versteckten KVA-Operationsbasis eskortiert. Wir werden keine bessere Möglichkeit bekommen, die KVA-Befehlshierarchie anzugreifen.
Geister infiltriert die Zone und deaktiviert die KVA-Kommunikation. Sobald sie nicht mehr nach Hilfe rufen können, überfallt ihr den Konvoi und beseitigt den Offizier. Okay. Klingt nicht so schwer. Klingt wie was, was wir jeden Morgen machen zum Aufstehen. Drücke Eingabe, um fortzufahren. So. Eingabe. Ach, da bist du. Und ich sehe mich in Third Person gerade. Oh Gott, ja. Und das ist komisch. Ihr habt noch Zeit, bevor der Konvoi durch dieses Gebiet Wir haben noch Zeit, Fabi. Also Boah, sind das die Einheiten, die wir alle erledigen müssen da vorne? Weißt du, was mir gerade auffällt? Es gibt gar kein Fadenkreuz. Scharfschütze. Können wir die einfach alle umbringen? Müssen wir schon schießen? Ist das so clever? Ich hab den Scharfschützen getroffen, glaube ich. Okay, nice. Wie wir einfach guerillamäßig nicht von vorne angreifen. Hallo, wir haben schon drei Leute mindestens getötet. Hallo? Links sind noch ganz viele. Ja, ich schieß schon. Ach, hier oben steht auch noch einer, genau vor dir. Um die Ecke. Echt? Oh. Alter, wie viel die aushalten? Was zum Teufel? Ich hab keine Munition mehr. Das ist ungünstig. Stimmt, wir sind ja auch Guerillakämpfer. Ich muss zurück zu diesem Munitionsbehälter. Du bist jetzt alleine an der Front, Fabi. Das schaffe ich, das bin ich gewohnt. Hab Munition wieder, ich komme jetzt wieder zur Front. Hast du eigentlich dieselbe Waffe wie ich? Ich hab eine. Ich bin tot. M4 oder? Oh! Oh fuck! Jetzt muss ich dich heilen! Ich komme, Fabi! Wo bist du denn? Ich komme! Ich hab Munition geholt, hab ich dir doch gesagt! Du bist ja weg gewesen. Da, ich bin da! Und du hängst oben. Ja, ja. Da war ein Scharfschütze. Wiederbeleben. Da bist du wieder! Danke, 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 danke. Du musst weiterkämpfen! Es gibt kein Zurück! Boah! Aua! Ah! Ha, heilen! So, ich geh vor jetzt, Fabi! Der Sniper, ach, hab ihn, Sniper. Danke! Der hier vor mir ist auch da. Neues Missionsziel. Sehr schön. Und hier vorne ist Munition für uns. Irgendwo. Ich sehe überhaupt nicht, wo meine. Wo kommen wir denn hier hoch, um uns Munition zu holen? Ach, hier, über das Haus, wahrscheinlich. Über ins Haus. Hä? Oh, ich bin dran vorbeigelaufen, ist es doch drin? Woran siehst du denn, dass hier Munition ist? Auf der Map. Ist so ein Zeichen, so ein Munitionssymbol. Hatte ich nicht eigentlich als Fähigkeit eine Rattengiftbombe? Ja, irgendwie. Schon. Hier ist Munition bei mir zumindest. Kann man auch Zündvorrichtungen zum Kram mitnehmen? Guck mal, G ist Taschenlampe. Okay. Ja, den brauchen wir bestimmt dringend. Geht weiter Richtung Anlage. Ihr müsst die Kommunikation so schnell wie möglich unterbrechen. Ich bin aber nicht sehr motiviert. Parkour! Oh. Gut, das hat nicht so gut geklappt irgendwie. Ja, okay. Irgendwie reicht der Sprung, ne? Oh, Panzer. Oh, ein Panzer! Komm, Molotow drauf da. Also, er blinkt auf jeden Fall. Ich habe hier einen werfbaren Hack. Er brennt! Hä, Fabi, Sepp? Hä, warum bist du da drin jetzt? Ich hab ihn gehackt. Achso. LOL, nice. Wie hast du das gemacht? Da oben im Fenster. Ich hab einen werfbaren Hack drauf geworfen. Das ist ja geil. Ich wusste nicht, warum dass hast das du sowas? Warum hast du sowas? Sowas nicht. Hier ist noch ein Panzer, mach ihn weg! Ich glaube, jetzt macht er mich tot. Oh nein, du hast ihn verloren. Ich glaube, du hast beide Panzer verloren. Moment. Werfbaren Hack. Links von uns, der Panzer. Oh, was? Das war aber eine Granate, kein Hack. Ich dachte, das war ein Hack. Schön. War ich nicht. Ach so. Okay. Dann haben wir Unterstützung von irgendwem, den wir nicht kennen. Aber egal. Weiter geht's. Dann rück ich hier vor und du da drüben. Komm. Alles klar. Storm the front, cover me. Weiter so. Bevor die Kommunikationsanbindung befindet sich in der KVA-Anlage. So, alter Schwede. Da drüben sind die schon. Vielleicht sollten wir da... Smartphone auf V. ...irgendwie reinspringen. Ja. Was zum Teufel? Kannst ein Bild machen. Was zum Teufel? Das ist... Super. Selfie-Modus. Fabi, komm her, ich fotografiere dich. Wo bist du? Bist du da oben? Komm mal runter. Oben, ja. Hier ist mal auch Munition. Ach, du gehst lieber außen lang, ja? Ja. So, Selfie von Fabi. Okay, warte. Guck mal lieb. Sieht ganz schön scheiße aus. Aber gut, okay. Zoom. Ach, man kann sogar zoomen. Lach doch mal. Ja. Guck's voll ernst. So, Moment. Da drüben sind auf jeden Fall ein Haufen Leute drin. Wollen wir vielleicht ganz rangehen an die Mauer und versuchen dann da genau da dran lang zu gehen? Du kannst so ransliden, wenn du übrigens C drückst, dann slidet er so ran. Ich C drücke? Vom Laufen. Okay, alles klar. So, hier, ich gehe auf der anderen Seite lang. Kommst du mit? Geht. Achso, du gehst da hinten rum. Also, ich hab gedacht, du gehst auf der anderen Seite lang. Ich sollte, wie gesagt, wir wollten die Zange nehmen. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist bei so einer großen Basis. Hallo, wir sind zwei Leute. Okay, dann versuchen wir das. Aber ich habe hier eh keinen Eingang bei mir. Ich auch nicht. Ach doch, hier. Bei mir ist auch ein Eingang. Ich hab einen Eingang, den ich sprengen kann. Ja, dann lass uns das doch gleichzeitig machen. Ich hab nur einen Molotow.
Warte, dann muss ich zu dir kommen. Warte. Nicht, dass du drauf gehst. Ach. Muss ich hier schon wieder ran. Lass sie uns holen, alle. Ja, ich schieb deine Magazin her und dann bin ich. Du bist dran. Andere Seite kommt auch. Warte. Boah. Haben wir hier Munition? Weil, ja, hinter uns. Nee. Ich hab einen Granat. Vorsicht, Alter. Was? Bin down? Hilfe! Boah, eine Granate, ey. Oh nein, ich bin auch down. Nein! Oh, verdammt. Alter, hier muss man echt aufpassen. Alle Spieler sind tot. Du uns startet. Nein! Bist du uns scheitert in einer Sekunde? Oh. Nein, wir sind nicht gescheitert. Das war ein Test. Ach, verdammt. Das war alles nur ein Test. Ach, ich habe aber Komplimente bekommen. Echt? Ja. Wieso habe ich keine Komplimente gekriegt? Ich weiß nicht. Ich bin die Frau, hallo? Warum sind so viele mehr Punkte als ich? Weiß ich nicht, weil ich Leute getötet habe. Kompliment von dir. Karabinerverdienst, rücksichtslos, Kopfjäger. Ja, man merkt eindeutig, wer hier die Shooter-Erfahrung hat, ne? Hallo? Wie gemein ist das denn? Außerdem müssen die Frauen ja beschützt werden, das ist schon okay. Ja, aber ich würde sagen, du hast mich aber nicht beschützt. Mama. Ja, doch. Also, ich habe dich sogar einmal wiedergeholt. Hallo, du bist doch schon mal gestorben. Kämpfer personalisieren Waffen. Fähigkeiten. Primärwaffe. Das sieht doch schon anders aus hier. Ach, Schrotflinte oder Kampfvariante ist. Was ist denn das hier? Halbautomatisches Gewehr. Sturmgewehr hatte ich jetzt halt gerade, ne? Aufsätze bearbeiten, da kann man sich auch andere Läufe drauf tun. Ja, wir können auch gucken, Einrichtung Kim und Korn. Was willst du nehmen? Willst du lieber dieses Snipergewehr nehmen? Wo denn? Da unten, das Kampfgewehr-Variante, ja. Glaube ich schon, dass sieht schon mal, das hat nämlich von der Reichweite her, sieht das aus wie ein Sniper. Ja, das würde ich nehmen. Dann nehme ich die Schrotflinte. Okay. Easy jetzt hier, easy mode. Ganz klar. Dann lass uns gleich mal aufteilen, dass wir nicht beide von einer Seite angreifen, sondern ich gleich rechts rumgehe und du halt von da, wo wir gerade waren oder so. Du musst ja jetzt eh dich da dran gehen eigentlich, ne, ja, mit der Sprotze. Ganz genau. Ich flankiere mich jetzt einfach, ich bin jetzt schon auf der einen Seite. Okay. So, ich sehe jetzt den anderen schon hier stehen. Muss halt schon die Sniper erwischt, ne? Alter, der frisst 3 Headshots gefühlt. Zeit, dass die Verstärkung kommt. Wollt ihr uns nicht helfen? Die haben nur mal so ein Schild oder so. Oh, mal heilen. Ah, du musst bei einigen den Rucksack erst zerschießen, bevor du sie erledigen kannst. Ja, dieser gefährliche Rucksack. Kim und Korn zielen auf die Entfernung, ist gar nicht einfach. Boah, wie du vorgehst. Nein, ungünstig. Okay, ich muss das jetzt schaffen. Da sind halt ein Haufen Gegner bei dir, ne? Naja. Ich hab jetzt nicht die Waffe, mit der ich im Nahkampf beste Match bin. Aber ich versuch's. Fabi! Krass das. Ja gut, einer ist noch da. Ne, ich lebe wieder. Verschwinden wir von hier! Achso, weil ich das Mission. Ja, ja, ich hab den Abschnitt geschafft wahrscheinlich. Schrotflinte ist erstmal ziemlich blöd, ne? Weil wir nicht in den Nahkampf gehen. Ja. Okay, dann weiter. Oh nein, ich hab Panzer bei mir! Achso, da ist der Panzer bei dir. Down. Panzer down? Ja. Scharfschütze weg. Und Panzer vor mir! Alter. Aber alles gut. So, Panzer fährt hier rum. Moment, ich hab hier irgendwie gerade noch einen um mich rumlaufen, aber ich sehe nicht, wo der ist. Einer außen. Oh Mann, ich habe ein Problem. Hier sind noch 2 Scharfschützen. Links und rechts jeweils. Ja, ich sehe ihn. Der eine Scharfschütze brennt jetzt. Am besten gehen wir jetzt rechts rum, beide. Und gehen dann gemeinsam rein, weil das ist sonst zu krass, was da auf uns zukommt. Und da bringst du ja jetzt mehr Sprengstoff. Ich habe. Das habe ich auch gemacht vorhin schon wieder. Oh. Hilfe? Da geht man einfach drauf mit. Ja, du hast sie gegen die Wand geworfen. Wie schnell das auch explodiert ist. So, Vorsicht beim Reingehen. Alter, wie die hier alle stehen. Ah, das gute alte Jumpshotten klappt wieder. So, warte mal. Ich hau sie mal weg jetzt mit meiner Granate. Ich glaube, das sind noch immer alle da. Soll ich einfach mal reingehen? Vielleicht sollten wir gleich wieder rausgehen. Ich weiß nicht. Nächster down. Das hat die rücksichtslos verdient. Sehr gut. Die sind halt mega, mega hart zu besiegen hier, Alter. Einer ist down bei mir. Aber ich habe nur noch Pistol. Fuck. Alter, wie wenig Munition man hat. Macht ja Sinn, aber ist halt nervig. Nein, ich bin weg. Oh Gott. Hast du noch Haar oder so? Ja, ich bin weg. Boah, Alter. Schön. Und jetzt am besten mich holen. Aber nicht zu weit rausgehen aus der Deckung, weil da ist ein Geschütz. Sehr schön. Kann halt nicht viel ab mehr, ne? Das ist das Problem gerade. Hast du nicht so ein Hack-Ding? Das wäre viel einfacher gewesen, hätten wir damit die Leute erledigt, ne? So, alle Leute weg. Deaktiviere das Kommunikationssystem. Alter Schwede, das Spiel ist echt nicht einfach. Geh mal an das Kommunikationsgerät ran schon, ne? Wir müssen jetzt steffen. Oh, na toll. Kommen jetzt Einheiten. Oh mein Gott. Und wo? Siehst du welche? Nee. Ach, auf der Straße.
Soll ich das denn mit so wenig Muni machen, ey? Ein Spieler hacken. Achso, wir müssen am besten beide hier in der Nähe stehen. So, der ist down, der eine. Down, kommt noch einer rein. Pass so auf, dass hinter uns keiner. Hinter uns! Das ist überleben, das ist scheiße. Fuck, man hat ja völlig übersehen. Ja, das. Alter! Ja. Ja. Scheiße. Oh mein Gott, die sind echt nicht einfach, die Mission. Oh Mann, ey. Krass! Okay, da würde ich aber sagen, das ist ein guter Punkt, damit wir sagen, das reicht erstmal so als kleiner Teaser. Ihr seht schon, ihr braucht auf jeden Fall viel Teamtaktik. Ganz genau, ja. Und am Donnerstag dann werden wir das Ganze natürlich auch schaffen. Das war jetzt nur als ja, Promotion. So haben wir natürlich extra nicht geschafft, damit wir so damit wir schlechter wirken. Ja, und, das stimmt. Und am Donnerstag schaffen wir das dann in der Früh. Also, wenn ihr wollt, 12 bis 16 Uhr werden wir das Ganze dann streamen. Und auf twitch.tv/programmerview. Genau, und ich werde das natürlich bei mir auch noch dann zeigen. Sehr schön. Also dann, bis zum Donnerstag, wenn ihr mögt. Ciao, ciao. Ciao.